Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute zocken wir mal in Palworld rein. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe davon gehört, dass es auf Steam veröffentlicht wurde und dass Nintendo immer versucht hat oder die immer wieder verklagt oder keine Ahnung, was das ist. Ja, und dass es halt so eine Art Pokémon-Ableger ist. Oder beziehungsweise so eine Nachmache von Pokémon, deshalb verklagt Nintendo die andauernd. Jetzt ist es für die PS5 seit gestern raus. Ich hatte es gelesen gestern schon, habe es aber irgendwie wieder vergessen und dann habe ich es heute gesehen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, gehen wir hier einfach mal rein in das Ganze. Aber wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung. So, wir lassen das einfach mal. Und sollen wir vom Schwierigkeitsgrad her komplett auf entspannt gehen? Ich lasse einfach mal auf normal. Wir machen ja meistens Mehrspieler off. Weltname, Benutzerschwierigkeit, bla. Lassen wir einfach alles mal. Es ist erstmal nur ein kleiner Blick da rein. Einstellungen abschließen, ja. Einfach mal, um das Ganze kennenzulernen. Also wie gesagt, wenn ihr Profis erwartet, seid ihr hier falsch. Okay, Charakter erschaffen. Na gut, Christian 7 lassen wir natürlich wieder. Voreinstellen, Körper, Gesicht. Vielleicht, weil es schnell ist. Ich muss nachher leider noch zur Arbeit. Machen wir eine schnelle Variante, hier einen Voreingestellten, einfach auch, weil ich nicht so richtig weiß, ob dieser Part hier jemals online kommt. Ich hoffe einfach mal, dass das alles einigermaßen geschmeidig läuft. So, mir wäre es egal, ne, also, ne, ich zocke ja zum Beispiel auch mit Lara Croft oder damals bei Mirror's Edge mit Fate? Hieß die Fate? Ich glaube Fate oder so. Ob es nun ein weiblicher oder männlicher Charakter ist, aber ich glaube... Also ich versuche mich damit ja immer so ein bisschen zu identifizieren und ich habe nicht mal ansatzweise solche Bauchmuskeln. Aber ich würde schon sagen, dass der hier, glaube ich, so am meisten in meine Richtung geht. Na, obwohl ich viel kürzere Haare habe. Von den Haaren her wäre es er. Vom Alter her wäre es nachher... Der und der sind, glaube ich, gleich jung, oder? Der wirkt schon fast wieder ein bisschen zu alt. Ich nehme jetzt einfach mal ihn. Ist ja wurscht. Ja. Bestätigen, oder was? Bestätigen. Charakter abschließen und Spiel beginnen. Ja, Körper, Gesicht, Haare. Outfit kann man ja, glaube ich, sowieso noch nicht so wirklich was machen. Ne? Dann gehen wir einfach mal so rein. Erinnert ein bisschen an den Anfang von Digimon oder so. Ein Wunder, dass Digimon nicht klagt. Hat Pokémon damals auch gegen Digimon geklagt oder so? So spontan muss ich mehr an Digimon denken als an Pokémon. Oder an Ark oder sowas, ne? Ark habe ich zwar auch nie gespielt, aber... Naja, okay. Also optisch gefällt es mir schon mal. Ist gar nicht. Ich glaube, ich habe mir das den Anfang schon mal so ein bisschen angeguckt. Okay, aktiviere eine Adlerstatue, um Schnellreisen freizuschalten. Das machen wir vielleicht da unten. Ist das eine Adlerstatue? So, wir können etwas bauen. Ah, okay, das ist auch so ein bisschen... Okay, ich habe absolut keine Ahnung. Ich lasse das Ganze jetzt hier erstmal auf mich zukommen. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um hier, ne? Wir können ja auch hier mehrere Parts machen, kein Problem. Für Mitglieder gibt es ja so oder so. Aufheben. So, ich muss loslassen. Du hast die Aufzeichnung eines anderen Abenteurers gefunden. Ist das PC-bedingt oder also PC, NPC-mäßig oder ist das im Optionsbildschirm kannst du mehr über dessen Reise erfahren? Okay. Erstmal nur das hier. Dann können wir hier nochmal ein bisschen abgucken. Was heißt das? Dass man die hier... Okay, ey, das wird wild. Aber sowas hier, ganz ehrlich, ne? Sowas hier habe ich mir doch immer von Pokémon eigentlich gewünscht. Die haben sowas halt nie so wirklich gemacht. Obwohl, es gibt dieses Pokémon Arceus, oder wie das heißt, ne? Schloss knacken? Kann ich noch nicht. Öffnen. Öffnen geht noch nicht. Weil da ein Schloss dran ist.
Okay, also eine Adlerstatue aktivieren. Das hier war ja einfach nur das Ding. Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel irgendwie was bauen würden. Du hast nicht genügend Material. Okay, ja, macht ja Sinn. Wir haben ja noch nichts aufgehoben. Aber was war... War hier noch irgendwas? Das ist das. Option Survival Guide. Aber wenn hier steht... Warte mal. Dass ich online bin, heißt einfach nur, dass ich mit dem Internet verbunden bin, wa? Weil ich habe das ja jetzt erstmal ausgestellt, ne? Also wie gesagt, ich habe hier von absolut keinen Schimmer. Ich dachte eben gerade, das ist die Adlerstatue. Okay, das macht ja... Das macht Sinn. da ist so ein Pokémon gewesen. Also, sorry, kein Pokémon, bitte nicht verklagen. Ein Palmon oder so, keine Ahnung. Schnellreise freigeschaltet. Das heißt, dass ich jederzeit hierher zurückkommen kann, oder? Wieso ist diese Map... Ah, hier kann ich zoomen. Ich wollte gerade sagen, wieso ist denn das so klein alles? Schnellreise. Schnellreise benutzen. Das heißt, ich reise jetzt einen Meter. Ah. Oder? Sah das eben auch schon so aus hier? Ja, ne? Okay. Sammle herabgefallene Äste oder schlage gegen Bäume, um an Holz zu kommen. Minecraft lässt grüßen. Öffne mit blablabla das Menü und schau dir im Tab Option den Survival Guide an. Da ist der Guide, okay. Ne, Gilde, oh sorry, ich habe mich verlesen. Hier stand doch eben irgendwo irgendwas mit Survival, oder nicht? Da ist der Survival Guide, okay. Steuerung, Spitze, bauen. Ja, okay. Na gut, das werden wir jetzt mal Learning by Doing so ein bisschen machen. Öffne im Menü den Technologiebildschirm und schalte PAL-Sphäre frei. Menü, Technologiebildschirm, Technologie. Was soll ich nochmal freischalten? PAL irgendwas. PAL-Sphäre, aber das gibt's doch hier gar nicht, oder? Doch, da unten. Da ist PAL-Sphäre, okay. Hast du was zu sagen? Ansprechen. Okay, keine Synchronisation. Das heißt, ich übernehme mal wieder mit meiner gottgleichen Stimme. Kleiner Scherz. Also kleiner Insider. Ich vergesse das immer, welche Stimme ich wo bei wem nehme und ne, werdet ihr ja mitkriegen. Ein Schiffbrüchiger? Jemand, der nicht nach Pals riecht. Riecht? Okay. Ist mir länger nicht mehr untergekommen. Diese Insel ist die reinste Hölle. Von denen, die mit mir herkamen, ist keiner mehr am Leben. Einer nach dem anderen wurden sie von von wilden Pals abgemurkst. Okay, das ist offensichtlich doch nicht so richtig für... auch wie er hier steht mit der Knarre. Ein paar Ressourcen kann ich dir zwar abgeben, aber um hier überleben zu können, musst du dich selbst ranhalten. Okay, warte mal, da ist so ein Pokémon. Palmon. Oh, sorry, Pal. Palmon. Pal. Pal. Einfach nur Pal, ne? Ich kann wahrscheinlich noch gar nichts machen, ne? Er hat mir jetzt Ressourcen gegeben. Den kann ich jetzt hier was bauen. Oder? Baumodus aktivieren. Kein Ziel zum Bauen. Hä? Check's gerade nicht. Rückbaumodus, sorry. Meine Güte, ich über... Ah, jetzt. So. Oh Gott. Das hat mich ja bei dem letzten Zelda sehr stark gestört. Ich fand das schlimm. Ich bin nicht so der Baumeister. Halten, um zu bauen. Okay, das ist wiederum geil. Bam. Rezept wählen. Okay, wir tasten uns hier Stück für Stück vor. Machen wir was? Achso, da oben. Ich dachte eben 1000 und ich habe 999 und das muss runter auf 0. Du
hast ungenutzte Statuspunkte. Ja, warte mal, haben wir jetzt diese Keule oder haben wir sie jetzt nicht? Da ist sie. Gott, wir dürfen die nicht kaputt machen. Achso, das war die Werkbank um einen beschädigt. Achso. So. Meine erste Intention war, komm mal her, du Pal. Wir hauen dich jetzt mal. Aber ohne Scheiß. Boah, bin ich müde. Anfangs habe ich für jeden Einzelnen ein Grab geschaufelt. Aber irgendwo bei 100 habe ich aufgegeben. Wer hier pennt, lebt nicht lange. Wenn man ein Pal gezähmt kriegt, gibt es noch einen Hoffnungsschimmer, aber keiner meiner Kameraden. Okay. Hey, hast du da etwa eines dieser antiken Geräte? Damit solltest du Palsphären herstellen können. Und wenn du Palsphären hast, kannst du Pals fangen. Ja, warte. Wo ist das Ding? Da, Palsphäre. Ja. Paldium-Bruchstück? Wo finde ich denn sowas? Und Stein brauchen wir. Okay, Stein brauchen wir. Ich sehe trotzdem nicht durch. Warte mal, kann ich hier mit Stein abbauen? Mit so einem Holzding? Oder warte mal. Wie kann ich denn an Stein? Sammle befallene Äste oder schlage gegen Bäume. Ich guck mich erstmal ein bisschen weiter um. Ich muss jetzt hier erstmal. Was liegt denn da vorne? Gucken wir uns mal die Gegend ein bisschen an. Kann ich hier einfach random Stein? Okay, das wird voll mein Spiel, glaube ich. Das macht ja richtig Bock. Aber warte mal, wenn ich jetzt hier so zuschlage, bringt das irgendwas? Nee, ne? Nur Ausdauer geht K.O. Was kann ich hier? Boah, das habe ich ja damals bei Far Cry 3 geliebt, solche Sachen einzusammeln. Hier. Palsphäre. Oh, komm her. Komm her. Wir haben eine Palsphäre. Wirf mit R1 eine Sphäre. Pals, um Pals zu fangen. Warte. Alter, okay, das wird ja voll mein Game hier. Das ist ja. Wo bist du, du Pal? War hier nicht einer? Da unten. Oh, da ist noch einer. Lass den Pinken holen, oder was? Kann man die Dinger einsammeln? Nee. Ich glaube, das wäre aber auch eher so ein Ding. Warte mal. Ey, ich muss es einmal ausprobieren. Tut mir leid. Okay. Ey, sorry. Ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe. Aber muss ich die vielleicht angreifen? Muss ich die so schwächen oder so? Gott. Muss ich die manchmal... Ey, komm her! Nicht weglaufen. Oder wollen wir so einen Küken fangen hier? Der läuft jetzt weg hier, oder was? Mit R1 wirft man? Oder was war das? Eine Sphäre werfen, ja. R1. Ah, der läuft jetzt weg. Oh, eine Kiste. Die hole ich mir auch. Jedes Mal, ich muss gedrückt halten, aber Goldmünzen, Brot. Okay, das ist wirklich wild. Also das Spiel, ich kann verstehen, warum das so ein bisschen im Hype ist. Das macht schon irgendwie Bock. Sowas von der Welt und sowas, das ist schon geil. Guckt euch das mal an, das sieht doch nice aus. So von der Welt erinnert mich das auch mega irgendwie an Zelda. Warte mal, ich verschleudere jetzt hier mal. Ja, auch rein. Sorry. Ja, ich hab's befürchtet. Ich muss die vorher schwächen. Ich hab mir das schon fast gedacht. So, was können wir hier noch holen? Wir hatten ja schon Steine eingesammelt. Aber wenn ich jetzt... Nee, ich muss zu meinem komischen Dings zurück. Können wir hier irgendwas einsammeln? Da, Steine. Die holen wir jetzt mal. Ich versuch das mal... Einfach so random einzusammeln. Oh, wir können hier auch so hochklettern. Ja. Können wir hier auch ganz hochklettern? Ah, okay. Ja, das ist auch wie bei Zelda, alles klar. Okay. Krass, dass Pokémon wirklich die einzigen sind, die hier,
verklagen wollen. Weil ich sehe hier auch viele Parallelen zu anderen Spielen, muss ich sagen. Eieiei, wo sind wir denn hier gelandet? Tomb Raider lässt grüßen. Aber irgendwie an sich so kein schlechtes Game so auf den ersten Blick. Leider, wie gesagt, leider. Was kann ich hier machen? Kann ich das wirklich hier irgendwie... Ah. Oh. Habe ich einen Stein aufgehoben jetzt? Also ich habe bis jetzt 10 Steine. Irgendwas muss man doch damit herstellen können jetzt hier. Bring mich zur Werkbank. Beziehungsweise ich könnte wahrscheinlich... Ist er da wieder zurück hingespawnt? Hey, ne? Das Pokémon hier... Oh Mann, sorry. Das mache ich wirklich nicht mit der Absicht. Dieses Palmon oder nur Pal, dieses Palwesen. Sieht halt einfach mega aus wie ein gewisses Katzenmonster aus einer gewissen Serie. Team Rocket hat eine Katze. Ah, ey. Aber hier wird wirklich alles, das bin doch nicht ich, der das immer wieder verliert, ne? Die spawnen doch hier einfach die Sachen, oder? Greift der mich jetzt an? Ne, der läuft hier einfach lang, okay. So, ich wollte... Wo kriege ich denn so ein Palladium-Bruchstück her? Das ist natürlich ärgerlich. Wo kriege ich so ein Palladium-Bruchstück her? Da liegt doch auch noch irgendwas neben der Brücke, oder? Ach ne, das sind hier alles so eine blauen... Das wird so ein Palladium-Bruchstück sein, oder? Naruto! Das muss einfach sowas sein. Oder? Oder ist sowas nicht? Oder muss ich das wieder irgendwie anders... Habe ich jetzt schon was aufgehoben? Palladium-Bruchstück, einmal. Ja. Okay. So. Dann werden wir jetzt mal... Irgendwie da wieder hoch. Da steht das Ding. Ey, und ich habe mit Minecraft jetzt angefangen und eine Podcast-Edition draus gemacht, ne? Hier hätte man auch so ein Podcast-Ding draus machen können. Aber ist egal. Ist ja wurscht. Vielleicht mache ich noch einen Podcast. Blub, blub, blub. So. Jetzt haben wir es doch, oder? So. Produktion beginnen. Halten. Eine Palsphäre. So. Pass auf. Und jetzt... Komm mal her hier, du Pal-Wesen oder nur Pal. Komm her. Krieg ich ihn nicht. Können wir die auch mit, wie bei einem anderen Spiel. Oh. Oh. Habe ich den jetzt gekillt? Oh. Kann ich den fangen? Nee, ne? Warte mal, aber ich, wo ist denn das andere Ding jetzt hin? Da. Warte. Boah, mein. Wo bist du? Da. Er ist verwirrt. Wieso habe ich keine Palsphäre? Wieso kann ich die gerade nicht werfen? Hä? Ich habe doch so ein Ding gerade hergestellt, oder nicht? Bin ich jetzt so? Habe ich nicht so ein Pal-Ding hergestellt? Ach shit, ich habe das liegen gelassen. Oh, man muss das mitnehmen, glaube ich. Oh nein. Ja, sorry, ich kann jetzt nur noch das Ding fangen und dann muss ich leider Feierabend machen, weil ich gleich los muss. Da, das liegt hier noch. Erhalten. Ja. Aber dann holen wir uns diesen Lammball. Männlich. Okay. Ja. So, wo bist du? Ist er das? Da ist er. So, den haben wir doch geschwächt, oder nicht? Tadam! Lammball. Ist der jetzt... Ja, weiß ich auch nicht. Ist der jetzt meins? Meine? Ah, okay. Heilt er sich alleine, indem er da im Pokéball... Oh.
Ey, das ist einfach so drin. Es tut mir wirklich leid. Das ist wirklich nicht absichtlich. In dieser PAL-Sphäre. Da muss ich mich halt dran gewöhnen. Ich spiele halt aktuell sehr viel Pokémon. Kann ich ja mal Werbung für machen. Ah, die blaue Edition haben wir bereits durchgespielt. Bin jetzt gerade aktuell dabei, die rote Edition durchzuspielen. Und dann geht's in die gelbe und dann geht's noch weiter in die nächsten Editionen. So, hier war ja nur Schnellreise. Kann ich irgendwie speichern? Das ist halt das Problem. Oder speichert er automatisch? Ansonsten... Respawn kann man hier. Ja, ansonsten ist Schitte. Ansonsten ist dieser Fortschritt, aber es ist ja sowieso erstmal nur ein angezockt. Also falls hier... Das ist Schnellreise. Könnte einen Speicherpunkt gebrauchen. So, das kann ich alles herstellen, ne? Auch nicht verkehrt. Dass wir das alles so mal eben easy einsammeln. Also, es ist wirklich ein cooles Spiel. Das muss man echt sagen. Na? Ja, das ist halt, wie gesagt, jetzt ein kleines Problem. Ich habe keine Ahnung, wie man speichert oder ob das Ding automatisch speichert. Vielleicht muss ich einmal eine Schnellreise machen, dass er speichert oder so. Aber ansonsten, wie gesagt, muss ich jetzt leider an der Stelle einen Cut setzen. So. Schnellreise. Und dann machen wir einfach mal die Schnellreise. Jo. Dass er jetzt hier vielleicht wird geladen, ja. Tja, ansonsten Inventar sehe ich hier. Team. Ah, es heilt sich wirklich, ne? Das sind meine Sachen, die ich herstellen kann. Das sind die PAL-Wesen, die ich schon gesehen habe, denn wahrscheinlich, ne? Oder die PALs. Nennen die sich einfach nur PALs? Option. Zurück zum Spiel. Respawn, zurück zum Titelbildschirm. Ja, tja, tja, tja. Wird das Spiel automatisch gespeichert, okay? Ja, das ist doch... Das ist doch endlich mal etwas. Weil es gibt so viele Spiele... Da hast du die Problematik, du willst irgendwie wieder aus dem Game raus, gehst zurück im Titelbildschirm und dann schreiben sie dir hin, wenn du das jetzt machst, dann verlierst du deinen kompletten Speicherstand. Und dann denkst du dir so, fuck it. Genau das soll nicht passieren, ich will ja speichern. Ne? Und das ist zumindest mal ein Spiel, was das richtig macht. Du gehst raus und er speichert und fertig. Also das war mal ein kleiner Ersteinblick von Palworld. Ich kann verstehen, warum viele das cool finden. Ich kann verstehen, warum Nintendo verklagt. An der Stelle nochmal sorry. Also das, ja, ist keine Absicht, dass ich die hier anders genannt habe. Nicht, dass das so ist wie mit Lego oder so. Wenn du da irgendwas anderes als Lego bezeichnest, dann bist du ja auch direkt verklagt oder so. Keine Ahnung. Kleiner Spaß hier am Rande. Ist wirklich keine Absicht. Ich bemühe mich, das als PAL-Wesen oder PAL-Sphären zu bezeichnen. Ja, aber guckt ruhig rein. PlayStation 5 Variante ist das jetzt auf Steam. Wird es das wahrscheinlich immer noch geben. Gab es zumindest vorher schon auf Steam. Ich hoffe, dass Nintendo und ja, Rocket Pay? Pair? Sind die, die das Sagen da haben bei Palworld? Ich hoffe, dass die sich geeinigt kriegen. Und dass man da auch koexistieren kann. Denn ja, ich sehe das ja immer ganz entspannt, ne? Warum PlayStation oder Xbox? Man kann ja auch beides nehmen, ne? Also, oder Nintendo gehört ja auch noch mit rein in die Nummer. Also kann man auch nebeneinander existieren und einfach vielleicht auch lieber zusammenarbeiten, als sich da gegenseitig ans Bein zu pissen. Aber das muss jeder für sich ausmachen. Ich fand diesen Ersteindruck ganz interessant. Wir gehen hier auf jeden Fall mindestens ein Part für Mitglieder. Wird noch kommen, den muss ich aber dann wann anders aufnehmen, morgen oder so. Und... Ja, aber ich denke mal, wir werden auch so nochmal für alle zugänglich da reingehen. Aber denkt dran, falls ihr Mitglieder werden wollt oder so, da gibt es immer nochmal extra Videos und ihr habt früheren Zugriff auf die Videos. Nur mal als kleine Info nochmal dazwischen am Rande. Ich bin fürs Erste raus. Eure Gedanken wie immer sehr gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und bis dahin sage ich einfach mal ciao.